Das große Schlemmen geht wieder los und neben einem leckeren Weihnachtsbraten gehört natürlich auch ein schönes, leckeres Dessert dazu. Deshalb kochen wir heute zusammen mit der Mecklenburger Landpute hier bei City Möbel in Rostock-Schmal. Und dafür habe ich mir einen richtigen Experten eingeladen, und zwar Sternekoch Ronny Siebert vom Friedrich-Franz-Restaurant in Heiligendamm. Und heute machen wir eine leckere Weihnachtscreme Brûlée. Richtig, genau. Ja, wir würden eine Eierlikör-Creme Brûlée machen, jetzt passend zur Weihnachtszeit und ja. Was brauchen wir noch alles? Wir brauchen dazu einmal Eier, Sahne, Milch, Zucker, Tonkabohne, etwas Vanille, etwas Zimt und ja, natürlich unseren Bio-Eierlikör von der Mecklenburger Landpute. Und wir werden das Ganze mit den kleinen Gewürzen leicht untermalen, und dass wir nachher noch ein schönes Aroma in die Creme Brûlée kriegen. Und ganz zum Schluss wird das Ganze mit etwas feinem Rohrzucker abgeflammt und noch, ja, dass wir so eine schöne Karamellnote mit dabei kriegen. Und dann ist das eigentlich ein schöner, runder Abschluss. Also richtig weihnachtlich. Ich denke mal, das wird richtig lecker. Womit darf ich denn jetzt starten? Also du würdest mir sehr helfen, wenn du gleich die Eier trennst. Wir brauchen vier Eigelb. Vier, okay. So, wir bräuchten dann 200 Milliliter Sahne. Milliliter Milch. Und dann 150 Milliliter leckeren Eierlikör. Schmeckt. Ja, des Weiteren brauchen wir natürlich 75 Gramm Zucker. Dann etwas Zimt. Ja. Habe ich gerade schon reingemacht. Dann die Tonkabohne. Tonkabohne, das höre ich gerade irgendwie immer wieder. Ist das irgendwie gerade so ein, sag ich mal, so ein Trendgewürz? Ich sag mal, ich backe auch wirklich sehr viel, auch für unsere Kollegen in der Redaktion, aber eine Tonkabohne habe ich jetzt irgendwie noch nie so verwendet. Also ich muss wirklich sagen, ich persönlich habe ja vor über 20 Jahren den Beruf erlernen dürfen. Und das ist wirklich ein Aroma, wenn man wirklich so riecht, was wirklich so karamellig, vanillig, mandelig ist, was aber auch komplett eigenständig ist. Und es ist wirklich so, dass es das schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt gibt. Aber den Weg in die, ja, in den Hausgebrauch erst seit in den letzten 5, 6, 7 Jahren gefunden hat und ein tolles Aroma gerade zur Weihnachtszeit ist. Also ob es wirklich im Keksteig ist, ob es im Apfelstrudel ist oder in einer Creme Brûlée, es ist ein tolles Aroma, was wirklich ja, Lust auf mehr macht, wenn man es essen, wenn man es nachher in den Gerichten essen tut. Also es ist wirklich einfach schön. Ne? Und jetzt kommt gleich die Vanilleschote. Dafür werde ich die Vanilleschote einfach so vorsichtig links halbieren, damit ich das Vanillemark, hier sieht man schon, wie es rauskommt, gleich auskratzen kann. Und jetzt sieht man schon, wie viel da eigentlich rauskommt. Das ist nicht viel, aber es ist nahe unwahrscheinlich schön intensiv. So, hier sieht man dann schon das Vanillemark, was wir jetzt brauchen. Ja. Und das ist eigentlich viel zu schade zum Wegschmeißen. Deswegen schmeißt es bitte nicht weg. Macht euch ein kleines Gläschen, vielleicht hier so dort rein, ein Kilo Zucker drauf oder 500 Gramm. Und man hat wirklich nach 1, 2 Tagen wunderschönen Vanillezucker. Also mehr geht gar nicht. Und das dann zum Plätzchenbacken nutzen, sensationell. So, das streichen wir hier rein. Tonkabohne und die anderen Zutaten sind schon alle drin, wie gesagt. Dann haben wir jetzt noch die vier Eigelb. Super. Also, die sind sauber getrennt. So, das geben wir herein. Und jetzt werden wir das Ganze lange muss das jetzt ungefähr püriert werden? Oder lange war einfach das nur, ich sag mal so eine halbe Minute. Okay. Nicht zu schaumig schlagen, deswegen habe ich es ja gerade noch so ein bisschen absetzen lassen. Und ja, jetzt füllen wir das da. Schmeckt es denn jetzt schon? Vielleicht mal den Finger reinhalten. Bio-Eierlikör. Gut, und jetzt kommt das alles quasi in die
Creme Brûlée-Förmchen. Richtig, ja, genau. Speziell solche. Wir haben hier so kleine Creme Brûlée-Förmchen und da füllen wir das Ganze einfach so schön ab. Ja, also gönnt euch für die Weihnachtsfeiertage einfach eine Vanilleschote. Es macht wirklich viel aus. Ihr seht wirklich, hier ist wirklich richtig Vanille drin. Mhm. Es schmeckt einfach sensationell. Und bis zum Rand voll sollte man die jetzt aber auch nicht machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Weil manchmal ist es schöner, einfach zwei essen zu können. Jetzt ist quasi, kann man sagen, wie so ein Wasserbad machen wir jetzt. Richtig, genau. Also wir haben jetzt ein relativ tiefes Blech und geben jetzt so, ja, so ein lauwarmes Wasser hier dazu, sodass das Backblech so halb, dreiviertel gefüllt ist. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir unseren vorbereiteten Ofen. Der war jetzt vorgeheizt auf 120 Grad und das Ganze, also Umluft, 120 Grad Umluft und das Ganze dauert jetzt ca. 40, 45 Minuten. Und der erste Teil der Creme Brûlée wäre fertig. So, 45 Minuten sind rum. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Riecht auf jeden Fall gut. Jetzt merkt man schon, wie es richtig toll duftet. Schön vorsichtig, ganz wichtig. Wasser? Jawohl. Oha. Nicht so schlimm. So, und jetzt riecht man wirklich schon diese Tonga-Bohnen-Aromen, Vanille-Aromen, also das ist wirklich Eierlikör, das ist wirklich, also da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Mhm. Wir lassen das Ganze auskühlen. Man kann das gerne auch schon ein oder zwei Tage zu Hause vorher also vorbereiten, im Kühlschrank lagern und dann schön frisch abfilmen. Also ja, weil wenn die Gäste zu Hause sind, möchte man ja nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. So, und jetzt kommt quasi das i-Tüpfelchen noch oben rauf. Richtig, genau, das Wichtigste an der Creme Brûlée. Also wir haben jetzt feinen braunen Rohrzucker. Mhm. Jetzt gebe ich hier einfach mal so ein bisschen drauf. Ja. Gut verteilt. Gut verteilt, genau. Das passt super. Kannst du gerne mitmachen, genau. Jetzt wird's richtig heiß. Man schon direkt, wie es karamellisiert. Und deswegen ist es halt umso schöner, wenn man den feineren braunen Zucker nimmt. Ja. Das ist halt einfach gleichmäßiger. Und, ne? So, jetzt haben wir alles schön karamellisiert und ich habe jetzt einfach noch so ein Apfelstrudel-Eis selbst gemacht. Aber für zu Hause einfach ein schönes Apfelsorbet kann man ja heutzutage teilweise alles kaufen. Oder vielleicht auch was anderes. Also gerne was Kaltes da dazu. Passt super und macht nochmal vom Essen her eine Menge Spaß. Also, guten Appetit. Danke. Lecker. So, ich bin dann weg.